Im Karton finden Sie 12 Einzelteile und das wird noch zusätzlich benötigt. Schwarze, eng anliegende Kleidung, am besten mit Rollkragen oder Schal, damit später keine hellen Hautpartien mehr sichtbar sind. Eine kleine Leiter, 1 bis 2 Personen als Anziehhilfe oder einen festen Halt, wie zum Beispiel einen Schrank oder eine große Leiter. 2 Batterien, AA und, falls vorhanden, einen Schuhlöffel. Und los geht's! Die beiden Oberschenkel werden mit den Zacken nach außen angezogen. Die Gummibänder sind dann jeweils außen und werden über die Schultern gezogen. Die Gummibänder dann passend einstellen, sodass beide Oberschenkel auf der gleichen Höhe sind. Danach folgt das Brustteil. Den Klettverschluss hinten öffnen und nach innen umklappen. Alle Klettverschlüsse am Kostüm bitte vorsichtig öffnen und schließen, gegebenenfalls das Gegenstück festhalten, damit sie nicht abreißen. Ab hier ist Hilfe von einer zweiten Person erforderlich. Den Brustpanzer mit den Armen nach oben über den Kopf ziehen und Klettverschlüsse schließen. Die beiden Oberarme werden mit Klett am Brustteil befestigt. Jetzt am besten in die Schuhe einsteigen. Dazu wird eine kleine Leiter benötigt. Steigen Sie etwa auf die 2. Stufe. Die Anziehhilfe kann jetzt den riesigen Stiefel schräg von vorne ansetzen und in den Schuh helfen. Ein Schuhlöffel kann dabei hilfreich sein. Die Schuhe fest zuschnüren. Als nächstes wird noch der Lendenschutz vorne und hinten am Klett befestigt. Die Arme können mit den Händen gegriffen werden. Einfach ausprobieren, wie sie sich am besten bewegen lassen. Nun die kleine Abdeckung am Rückteil mit Klett befestigen. Dieses Teil muss vorsichtig etwas nach innen gebogen werden. In den Helm 2 AA-Batterien einlegen. Um den Helm aufsetzen zu können, muss die Anziehhilfe jetzt auf die Leiter steigen, da sie ja nun ungefähr 2,70 Meter groß sind, je nach Körpergröße natürlich. Fertig, jetzt ganz vorsichtig die ersten coolen Moves und ein paar Schritte probieren. Am besten ist noch ein passend kostümierter Partner oder eine Partnerin als stützende Hilfe dabei für den Fall der Fälle. Viel Spaß!